Leipzig, ist im Zuge eines Forschungspraxismoduls mit Studierenden der Kunstgeschichte an der Uni Leipzig entstanden unter der Anleitung von Professor Frank Zöllner. Die Studierenden haben am Anfang des Seminars sich erstmal Gedanken gemacht, wohin das Projekt überhaupt gehen oder führen soll und sich eben auch Gedanken über die Titel und Themenfindung gemacht. Und im Zuge dieser gesamten Überlegungen wurden dann mehrere Gruppen gefunden für Gemälde, für Grafiken, aber eben auch für die Faksimile Leonardos, die in der Albertina an der Uni Leipzig vorzufinden sind. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir hier gesammelt haben, wurden dann in einem Katalogbeitrag beigesteuert und schließen die ganze Sache dann ab. Also besonders begeistert hat mich natürlich das Thema Leonardo an sich, weil das ja einer der größten Renaissance-Künstler überhaupt war und als Kunsthistoriker er natürlich uns in der gesamten Studienlaufzeit auch begleitet. Das andere ist natürlich auch, dass wir gelernt haben, wissenschaftlich mit dem Thema uns auseinanderzusetzen und vor allem auch in den Gruppen gelernt haben, Kompromisse einzugehen und aber auch über uns selber eine Reflexion zu lernen, wie gestaltet man einen Katalog, wie gestaltet man die eigenen Texte, wie reflektiert man die eigenen Texte und aber auch parallel ein Stück weit auch gelernt haben, wie zum Beispiel in der Gruppe, in der ich noch war, wie PR funktioniert, Öffentlichkeitsarbeit funktioniert, dass wir eben mit dem Museum der Bildenden Künste einen Partner bekommen haben, der uns an die Hand nimmt und uns erklärt, wie das eigentlich alles abläuft. Und wir sozusagen zwei Themenfelder abgedeckt bekommen haben innerhalb dieses Seminars, also wissenschaftlich arbeiten, aber auch museales Arbeiten. Also das eine hier, das ist eben eine Kopie nach Leonardos Madonna Benoit. Und der Künstler, also Botticini hier, hat die Figurenkomposition übernommen, also die Anordnung von Maria und dem Kind. Und Maria reicht eben dem Jesuskind eine Nelke, was ein Symbol für den Leidensweg Christi ist. Und das ist eben auch ein Motiv, was Leonardo neu mit in die Kunst reingebracht hat. Bei diesem Kupferstich von Gerard Edeling aus dem Jahr 1660 handelt es sich quasi um die Kopie einer Kopie einer Kopie von Leonardo. Leonardo bekam 1503 den Auftrag, die Schlacht zwischen Mailand und Florenz im Palazzo Vecchio in eben Florenz umzusetzen und den Sieg darzustellen. Das Wandgemälde, was er dafür erschaffen hat, hat sich nicht erhalten, wurde auch nie vollständig fertiggestellt, hat sich allerdings fortgeführt in den eigenen Vorstudien von Leonardo und in diversen Kopien, die quasi noch zu der Zeit, als er zu sehen war, gemacht wurden. Eine dieser Kopien fiel Peter Paul Rubens in die Hände. Dieser modifizierte die Vorzeichnung von Leonardo noch und wurde wiederum rezipiert von Gerard Edeling in dem Kupferstich, den wir hier sehen. Also das Werk hat einige Wege hinter sich, auch einige Modifikationen. Die Grundidee Leonardos ist allerdings erhalten und heute noch zu sehen, nämlich eine Schlachtenszene nah ranzuholen, um die Monumentalität und auch die Bestialität ein Stück weit darzustellen.